Ermutigen, wenn wir uns Mühe geben. Möge die gute Intention der Initiatoren und Organisatoren dieses Katholikentages verwirklicht werden. Amen. Good morning, dear brothers and sisters. How are you? Tell your brother welcome. Tell your sister welcome. Because the time is not really so much, I'll speak in German, especially for our French brothers and sisters, so that we don't take it too long. Wir wollen eigentlich heute Gott danken und preisen. Heute haben wir die Möglichkeit, miteinander die Liebe Gottes zu feiern. Jesus hat uns zu sich gerufen und wir sind gekommen. Wir haben Lust auf Gott. Ich bitte euch jetzt aufzustehen, damit wir gemeinsam diese kleine Andacht anfangen können. Wir werden singen, wir werden Gott preisen und loben und wir werden auch das genießen, was wir haben. Alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, ist uns gegeben worden von Gott. Und deswegen haben wir uns am heutigen Tag versammelt, um einfach da zu sein, wo Gott gelobt und gewesen ist. Und wir fangen diese Andacht an mit dem Zeichen des Kreuzes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der uns zusammengerufen hat, sei alle Zeit mit euch. Father, we are here. Jesus, we are here. Holy Ghost, we are here, we are here for you. We are here, Jesus.
bereit, uns zur Seite zu stehen, besonders wenn wir schwach geworden sind. Ihr möchtet uns am heutigen Tag unterstützen. Alles, was wir heute vorbereitet haben, alles, was wir am heutigen Tag machen wollen, wird unter dieser Unterstützung Gottes stehen. Aber damit wir diese Feier begehen können, müssen wir Gott um sein Erbarmen bieten. Lasst uns jetzt im Stille unseres Herzens Gott um seine Gnade bieten. Dort, wo wir gefehlt haben, dort, wo wir gegeneinander gesündigt haben, das Böse, das wir vielleicht getan haben, das Gute, das wir unterlassen haben, Gott ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Egal, was wir getan haben, Gott ist dein Vater. Er vergibt uns. Aber wir müssen ihm darum bitten. Wir müssen zu ihm gehen, alles bereuen, was wir schlimm getan haben. Remember, he forgives whatever it might be. Open your heart unto him. Allow him to make you clean. Allow him to wash you of your sins. So that today, with joyful hearts, we will praise and worship him. Lord, my songs every day, my life.
a second of silence. Der mächtige Gott erbarme sich unser, ihr lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und jetzt hören wir die Lesung aus dem Evangelium, bevor wir uns dann setzen können. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ihr Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bieten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben noch 10 Minuten, bevor wir dann mit einem anderen Programm anfangen können. Nur ein paar Worte am heutigen Tag. Heute, wie Pfarrer Matthew uns am Anfang gesagt hat, feiern wir das Fest Petrus und Paulus. Die Apostel Petrus und Paulus haben sehr wunderbar für Gott gearbeitet und sogar ihr Leben gegeben für das Evangelium. Und ich möchte heute uns daran erinnern, was Jesus Petrus gesagt hat. Ich gebe dir den Schlüssel zum Himmelreich. Ich gebe dir den Schlüssel zum Himmelreich. Was ist das? Was bedeutet das? Was kann man daraus lernen? Wenn man einen Schlüssel hat, dann kann man rein und raus gehen ohne Probleme. Zum Beispiel, wo ich wohne, ich habe den Schlüssel. Ich kann einfach rein ins Haus gehen und wieder raus. Und ich kann auch mitnehmen, wenn ich möchte. So, wenn Gott Petrus den Schlüssel zum Himmel gegeben hat und durch Petrus uns auch diesen Schlüssel gegeben, dann haben wir die Möglichkeit, in den Himmel zu gehen und wieder rauszugehen, wie wir wollen. Und nicht nur das, wir können auch Freunde, Familien mitnehmen in den Himmel. Ich möchte, dass wir verstehen, was das bedeutet. Welche Macht wir besitzen. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, nicht nur den Himmel zu gewinnen, sondern auch andere Menschen mitzunehmen in den Himmel. Die Frage, die wir uns am heutigen Tag stellen müssen, ist, haben wir diesen Schlüssel oder haben wir den Schlüssel verloren? Und wenn wir den Schlüssel haben, wollen wir alleine in den Himmel gehen? Oder nehmen wir auch andere mit? Heute haben wir die Möglichkeit, gemeinsam zu feiern. Und dabei verstehen wir sind nicht alleine, wo auch immer wir sind. In Bielefeld, in Münster, in Aachen, in Köln, wo auch immer, in Essen, wo auch immer, in Düsseldorf. Wir sind nicht alleine. Es gibt auch andere, die mit uns unterwegs sind. Und wenn wir so ein Glück haben, dann müssen wir auch das genießen, was Gott uns geschenkt hat. So, liebe Schwestern und Brüder, wir wollen nicht alleine in den Himmel gehen. Wir wollen mit allen, dem wir begegnen. Wir wollen miteinander in den Himmel kommen. Und wir haben die Macht dazu, da Gott uns den Schlüssel zum Himmelreich gegeben hat.
Und jetzt bitte ich euch, hinein in euch zu gehen. Wir sehen, wie unsere Welt aussieht. Für diejenigen von uns, die aus Nigeria kommen, jeden Tag kriegen wir nur noch schlechte Nachrichten. Sogar in Europa, wo ich dachte, der Friede ist jetzt zu Hause, gibt es momentan in der Ukraine Probleme. Im Nahen Osten ist das heutzutage selbstverständlich, dass einiges auseinandergehen geht. In Afghanistan, in Irak, in Syrien, alles scheint aus den Ruder gelaufen zu sein. Aber wir haben immer noch keinen Gott des Friedens. Wir haben einen Gott, der liebt, der uns heute fordert, einander zu lieben. Und jetzt bitten wir, nicht nur für uns, sondern auch für die ganze Welt. Ich bitte euch nochmal aufzustehen. Wir werden diese Fürbitten frei sprechen, wie wir normalerweise in Afrika tun. Jeder, der etwas zu sagen hat, der mit Gott reden möchte, kann einfach reden. Und dann unsere Antwort wird lauten: When I call upon you, Lord, don't deny me, Lord, don't forsake me, Lord. Answer all my prayers. When I call upon you, Lord, don't deny me, Lord, don't forsake me, Lord. Answer all my prayers. When I call upon you, Lord, don't deny me, Lord, don't forsake me, Lord. Answer all my prayers. Anyone touched can simply offer a prayer for us, for our world, for this program today, and for our families or for the sick. Whatever intention we want to present to God, we are free to do that. We'll take about 5 and then we'll continue.
heaven. We give you thanks and praise for the opportunity you have given us to gather here today. We remember those that are sick every part of the world, especially those that are supposed to be here today. But because of sickness, Father, they will not be able to make it. We pray that the healing will be upon them wherever they are. And as we have gathered up, the Bible says the prayer of the faithful avail us much. As we gather here to pray for each and every one of them, Father, let the healing come upon their life. For them we pray, O Lord. When I call upon you, Lord, don't deny me, Lord, don't forsake me, Lord, answer all my prayers. When I call upon you, Lord, don't deny me, Lord, don't forsake me, Lord, answer all my prayers. When I call upon you, Lord, don't deny me, Lord, don't forsake me, Lord, answer all my prayers. When I call upon you, Lord, don't deny me, Lord, don't forsake me, Lord, answer all my prayers. Jesus hat uns gelehrt, wie wir zum Vater beten können. Und jetzt wollen wir gemeinsam, jeder auf seine Muttersprache, zu Gott beten, wie Jesus uns beten gelehrt hat. Vater, unser Himmel. Lord, name, thy kingdom come. Thy will be done as earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Jesus hat uns den Frieden geschenkt und jetzt wollen wir einander ein Teilchen des Friedens geben. My hands are blessed, my hands are blessed with the blessings of the Lord.
jetzt empfangen wir den Segen von Bischofs. Schwestern, liebe Brüder, herzlich willkommen hier bei uns im Bistum Essen. Erbitten wir nun Gottes Segen für diesen Tag, an dem Sie hier bei uns im Bistum sind. Viele von Ihnen leben hier bei uns, andere sind hierher gekommen. Ich freue mich im Namen von Herrn Domkapitular Dörnemann und Herrn Neurach, dass Sie hier bei uns sind. Ich grüße Sie ganz herzlich. Erbitten wir nun Gottes Segen für Sie, für unser Miteinander als Katholiken und als Christen hier in unserem Land. Erbitten wir Gottes Segen über Heimatländer. Erbitten wir Gottes Segen, damit mehr Friede sei, dort wo Krieg herrscht, Verfolgung und Not. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Angesicht zu und schenke euch Frieden. Amen. Das gewähre euch und allen, die zu euch gehören und für die wir gebetet haben, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Petrus und des heiligen Paulus, des heiligen Lukerus und aller Heiligen, der allmächtige und euch liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, verehrte Gäste, als Bischof von Essen grüße ich Sie ganz herzlich hier in unserem Mariengymnasium in Essen-Werden. Essen-Werden ist ein ganz alter Ort unseres Bistums, 1200 Jahre alt. Als Kirche sind wir aber jung und wir bleiben es. Für uns in unserem Bistum ist heute ein besonderer Tag, deswegen bin ich auch heute Morgen hier. Heute Nachmittag darf ich den Priester unseres Bistums zum Bischof weihen, weil er als neuer Weihbischof in unserem Bistum tätig sein wird. Weihbischof Wilhelm Zimmermann war bisher lang Pfarrer. Er wird dann ab morgen Weihbischof bei uns sein. Ich freue mich, dass Sie hier sind und Ihr Motto, liebe Schwestern und Brüder, gibt mir Gelegenheit, darauf hinzuweisen, was uns verbindet. Gemeinsam heißt es am Anfang. Gemeinsam sind wir Kirche als Weltkirche aus unterschiedlichen Regionen dieser Welt. Hier bei uns im Ruhrgebiet kann man sehen, was das heißt. 5 Millionen Menschen, mit denen wir hier leben, kommen viele aus anderen Ländern. Und sie gehören mitten dazu. In ihren Gemeinden zeigen sie uns, wie lebendig Liturgie sein kann und beten. Die Deutsche sind eher etwas zurückhaltend. Sie als Afrikaner aus verschiedenen Ländern unterschiedlicher Traditionen sind sehr lebendig. Glaubend ist das zweite Wort. Der Glaube ist so vielfältig, wie wir Menschen sind. Und gleichzeitig ist es der eine Glaube, den wir gerade im Vaterunser ausgedrückt haben, den Sie heute Nachmittag, während ich im Dom die Bischofsweihe halte und bessere feiern, und den Bischof von Mampfe im Gottesdienst auch bekennen. Der Glaube ist einer und doch ganz vielfältig, Gott sei Dank. Darum kann die Kirche aber ein Zuhause für uns alle sein. Und das Letzte, wir sind unterwegs. Es ist immer wichtig zu wissen, hier auf dieser Erde kommen wir an kein Ende. Es gibt einen Weg, der endet erst, wenn unser Leben zu Ende geht und wir bei Gott sind. Das gibt uns erstens Kraft für das, was wir hier tun müssen, und Gelassenheit für das, was kommt. In diesem Sinne, herzlich willkommen hier unter uns. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen, einen lebendigen Tag. Dear brothers and sisters, Herr Bischof auf Essen, I greet you very cordially here in Essen-Werden.
Essen werden. It's a very old town, or a city more than 1,200 years old. But our faith is young, as you are young. All right, yes, I don't see it. The motto of this day today here, where you are staying in Essen, gathering in faith together, going forward, is a nice symbol for me, for that what we are dividing. Firstly, we are believers. Believers in the faith with one, and so different as we are as human beings. Your faith is different with mine, mine with yours, but we are unified by the faith which is given by God to us all, and which we share through church. Then we are going forward. Faith is a kind of going on, not staying at one point. So it's a kind of dynamic faith which we are living, and we see us looking to you how dynamically we are living faith. And it's a faith which unifies after all, because in a world, and you have just experienced regarding to the violence in your home countries, what means not being unified by living together in peace, that the peace given by God is a unified mood of going on. So I greet you cordially here in our diocese. For us in Essen, it's a very important day, because today in the afternoon I can ordain a new bishop, auxiliary bishop of our diocese, Wilhelm Zimmermann. I ask you to pray for him this afternoon when you will celebrate and pray together with the bishop of Mumps at the Holy Mass in the Basilica of Essen-Werden. And at the end, I cordially greet you, Your Excellency. I'm very glad to see you here again, because you've just met us once. So enjoy your day here in Germany. I think if you see the rain, I hope you see in your mind the sun. And not only the sun of Africa, also the sun of Germany. Chers frères et sœurs, comme évêque de Essen, je vous salue cordialement ici dans une des villes plus vieilles de notre diocèse, Essen-Werden, qui est plus de 1200 années. Mais j'ai vu que l'Église est jeune comme vous êtes. Alors, ici à vous tous, un cordial bienvenue, une cordiale prière pour notre unité, comme être chrétien de la même Église, et comme chrétien des pèlerins qui marchent ensemble avec la fin d'être unifiés dans le Seigneur notre Dieu. Alors, à vous tous, et bienvenue ici à Essen. So wünsche ich Ihnen am Schluss, unser aller Namen, noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen viel Freude miteinander und lassen Sie sich hier wirklich wohl sein. Sie sind in einer Schule, haben Sie also keine Mühe, wirklich jung zu sein. Das Gebäude, das ist so schön. Alles Gute. Gesagt und alles bestens erklärt, was unser Motto angeht. Deshalb, mein Dankwort wird auch am Ende der Veranstaltung gesprochen, nicht jetzt, sondern einfach, ich leite dann oder ich stelle die Moderatorin dieses Tages vor, die wird in den drei Sprachen immer wieder ein Resümee geben, damit jeder was verstehen kann. Bitte, wenn Sie nicht verstanden haben, sagen Sie den Nachbarn, diejenige erklärt besser. Aber gehen Sie nicht nach Hause mit leeren Händen, wo Sie sagen, ich habe nicht verstanden. Oder nur, Sie haben was geplattert oder geredet und haben nicht verstanden. Es muss nicht so sein. Ich freue mich, dass wir alle heute hier gekommen sind. Ich freue mich, dass wir in dieser Schule und in dieser Richtung den zweiten Katholikentag der Afrikaner in Nordrhein-Westfalen feiern dürfen.
in eurem Namen, da der Bischof beim Gottesdienst nicht dabei sein kann und wir weiterhin so eine andere Veranstaltung, das wir wahrnehmen, möchte ich in eurem Namen ihm dafür danken. Ich muss gestehen, und so ist es auch, und so spüren wir auch in unserem Herzen, das Engagement des Bistums Essen, damit diese Veranstaltung gelingt, macht mich sprachlos. Also der Bischof hatte ich angesprochen, als wir beim Dialogprozess in Stuttgart im September letzten Jahres, und er sagte, ja, gerne komme ich dazu. Und dann Herr Michael Meurer, bitte, Michael, bitte aufstehen, weil er wurde eingeführt. Er ist der Referent der Muttersprachengemeinden, also er agiert im Namen des Bischofs für uns. Er war ein großer Bruder, er hat uns begleitet, er hat alles gemacht. Ich hatte ein schönes Gefühl, ich musste nicht bangen in Münster, ich wusste, Michael ist da, alles klappt, prima. Er hat dafür gesorgt, dass alles gut klappt. Deshalb haben wir das gemacht. So, ich weise darauf hin, dass nicht nur Katholiken aus Nordrhein-Westfalen hier sind. Ich freue mich, zum ersten Mal sind auch Vertreter der afrikanischen Gemeinde, der nigerianischen Gemeinde, die in Hamburg sind und die heute gekommen sind, 15 Leute, um hier daran teilzunehmen, um zu sehen, was wir hier machen. Das ist ein schönes Zeichen. Und ja, wir haben den Bischof, weil wir widmen die Zeit jetzt und meine Danksagung dem Bischof, dem Ortsbischof, aber dem anderen Bischof, ist unser älterer Bruder. Und ja, bleibt bis Ende des Tages, auch wenn ihr ein straffes Programm habt. Er muss heute noch nach Limburg und morgen früh fliegt er zurück nach Kamerun. Also man merkt, wie sein Programm aussieht. Aber wir sind unheimlich dankbar, dass ihr diese Zeit genommen habt, zu uns zu kommen, mit uns zu feiern. So, Isloshi, in Afrika machen wir immer noch mit Isloshi. Also nicht diese Exzellenz, So, Isloshi, Bischof Andrew Nkia Fuanga, ich hoffe, ich spreche diesen Namen oder den Nachnamen so richtig aus. We are so grateful that you are here. You have shown us this big love of a brother, forgetting about a lot of things you have begged on to be with your brothers and sisters. We will never forget it. May the good Lord bless you 100 times. So, nicht nur auch, ich muss noch jemanden auch hierher bitten, bevor wir weitermachen. Weil ohne ihn, also er vertritt alle Bischöfe. Also die Bischofskonferenz übergibt oder überträgt die Verantwortung an eine Stelle im Sekretariat der Bischofskonferenz in Bonn. Und diese Migrationsstelle, der Nationaldirektor ist hier bei uns. Er war auch beim letzten Mal vor 2 Jahren da bei uns und ist heute hier. Herr Stefan Schoe ist da und ich lade ihm ein, uns auch ein großes Wort aufzusagen. Vielen Dank. Verehrter Bischof Andrew Nkia Fuanga, verehrter Bischof Overbeck, ich spreche nur auf Deutsch, diese unglückliche Art des Bischofs Overbeck ist mir in dieser Souveränität nicht gegeben, aber ich hoffe, ich kann mich auch so verständlich machen. Ja, merci bien. Liebe Verantwortliche in der Seelsorge für afrikanische Katholiken in den nordrhein-westfälischen Diözesen und liebe Mitglieder der afrikanischen Gemeinden in den Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn und Hamburg, wie ich eben gehört habe. Auch ich begrüße Sie herzlich zum 2. Katholikentag der Afrikaner,
den wir heute am Fest Peter und Paul in Essen begehen dürfen. Diese beiden Apostelfürsten sind ja die entscheidenden Verantwortlichen dafür, dass das junge Christentum keine jüdische Sekte geblieben ist, sondern sich in seiner Theologie und in seiner realen Verbreitung zur Weltkirche entwickelt hat. Und diese Weltkirche ist hier in Essen sowas von sichtbar fantastisch. Als Nationaldirektor für die Ausländerseelsorge bei der Deutschen Bischofskonferenz bin ich verantwortlich für die Koordination der muttersprachlichen Seelsorge in den 27 deutschen Diözesen. Für die ungefähr 4 Millionen Katholiken ohne deutschen Pass oder mit Migrationsgeschichte haben wir in Deutschland ungefähr 450 verschiedene Missionen in 35 Sprachen. Das ist natürlich noch gar nichts gegenüber den etwa 400 Sprachen, die auf dem afrikanischen Kontinent gesprochen werden. Aber es ist doch ein Ausdruck dafür, dass die Kirche in ihrer pastoralen Arbeit der Situation der Migranten eine große Aufmerksamkeit widmet. Ein Zitat: Katholische Zuwanderer aus aller Welt sind auch hier in Deutschland gleichberechtigte Mitglieder der Ortskirche und haben Anspruch darauf, ihre religiös-kulturelle Prägung im Leben der Kirche zum Ausdruck zu bringen. Zitat Ende. Diese Feststellung stammt aus der Abschlusserklärung des 7. Deutsch-Afrikanischen Bischofstreffens vom April 2011 in München und Berlin, wo sich die Bischöfe zum Thema afrikanische Migration nach Europa ausgetauscht haben. Die Übersetzung dieser großen These und Position in die kleinen Schritte des Alltags ist, wir wissen es, manchmal mühsam. Der heutige Tag, an dem wir gemeinsam glaubend unterwegs sind, ist ein wichtiger und wertvoller Beitrag, auf diesem Weg weiter voranzukommen. Und wir tun das gemeinsam, die Worte des heiligen Paulus im Ohr, die er an die Gemeinde in Galatien geschrieben hat: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ich wünsche uns einen schönen, lebendigen und fruchtbaren gemeinsamen Sonntag. Vielen Dank. So, nun die Zeit. Also, ja, gut, müssen wir uns ein bisschen umstellen. Aber bevor die Erwachsenen mit der Podiumsdiskussion und dann weiterhin mit der Gruppenarbeit beginnen, haben wir die Möglichkeit, dass die Kinder eine Art Kinderforum machen dürfen, und zwar in der Turnhalle. Es ist riesig groß, wir haben alles, und Frau Klöpper ist da. Und wir müssen Nummer sichern. Ja, schon. Gut, das heißt, Eltern, ihr dürft eure Kinder in die Turnhalle bringen, also, oder ihr gibt jeder ein Mitglied einer Gemeinde mit die Kinder seiner Gemeinde und bringen diese Kinder unten, damit die in der Turnhalle für sich da sein können und auch mit Gemeindekatechese, mit Spielen und solche Sachen, Talentenshow, die dürfen Lieder singen und alles. Und dann nach dem Essen dürfen die hier auch was präsentieren. Also alle Kinder, ihr habt die Freude, nach unten zu gehen und dann euch dort bequem zu machen. Während die Erwachsenen hier weitermachen. Für die Aktivität weiter rufe ich